Man ist schnell geneigt zu sagen, dass ein Therapiegespräch doch eigentlich noch nur Humbug ist, denn das Alltagsgespräch ist doch viel wichtiger. Und ja, ich gebe zu, in der Wertigkeit ist ein Alltagsgespräch, eine normale Kommunikation, deutlich besser. Wenn die aber nicht mehr funktioniert und du in deiner Kommunikation mit deiner Umgebung etwas gefordert bist und du kommst nicht hinterher, dann kommt der Therapeut zum Tragen und der hilft dir wieder, in die normale Alltagskommunikation zurückzukommen. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir darüber, was ist therapeutische Beziehung, was sind therapeutische Techniken. Und ich möchte dir nach dem Intro vier Dinge zeigen, die einen Unterschied darstellen, warum ein Therapiegespräch gut und richtig ist, jedoch nur das Ziel hat, dich wieder in die Alltagskommunikation zurückzubringen. Das ist zum einen die freie Assoziation, das ist die Vorstellung. Dann als zweites, die Couch ist ganz wichtig. Dann als dritter Punkt die Symbolsprache und als vierter Punkt die Beziehung, die therapeutische Beziehung. Das ist der Unterschied zu der Alltagskommunikation und warum hilft dir das, in die Alltagskommunikation wieder zurückzukommen? Bleib neugierig, alles weitere nach dem Intro. Nehmen wir mal den ersten Unterschied zu der Alltagskommunikation und der therapeutischen Kommunikation, und zwar ist das die freie Assoziation, ein Begriff, den Freud geprägt hat, aber was liegt dahinter? In unserem normalen Alltagsleben, wenn ein Problem auftaucht, dann sehen wir einen gewissen Dreischritt: Problem, wir überlegen die Ursache und schauen auf eine Lösung hin. Das ist normalerweise auch gut in vielen Fällen. Aber genauso oft ist es so, dass diese Vorgehensweise das Problem nicht wirklich löst. Und zwar bei emotionalen Problemen, bei Konflikten in unserer Persönlichkeit oder bei Problemen, die mit unserer Lebensgeschichte sehr eng verbunden sind. Und der Grund dafür ist, dass eine Reihe von Motivhandlungen oder Motiven für Nichthandeln, also Hemmungen, eng verbunden sind mit unserer Persönlichkeit, also mit unserem gesamten Ich. Und um diese unbewussten Hintergründen im Endeffekt auf die Spur zu kommen, müssen wir uns von einer ganz anderen, von einer ungewohnten, von einer unsystematischen Form des Denkens bedienen. Und zwar, das ist dann die freie Assoziation. Wie gesagt, von Sigmund Freud entwickelt, hat sich diese freie Assoziation seit über 100 Jahren immer mehr bewährt. Bei der freien Assoziation verzichten wir auf jedes systematisches Wenn-Dann-Denken. Ne? Also das Bewerten, Wenn-Dann. Wir geben uns Gedanken, Gefühle und Fantasien so hin, wie sie in uns auftauchen. Wie so ein Film, der vor unserem inneren Auge abläuft. Ja? Und zwar komplett unabhängig, ob diese Gedanken wichtig, unwichtig sind, angenehm oder schmerzlich, moralisch korrekt oder verwerflich. Einfach wie ein Film, der vor dir abläuft. Wir müssten es vielleicht mal so vergleichen, auch es ist ein oft genommener Vergleich. Zwei Reisende sitzen in einem Zug. Der eine sitzt am Fenster und der andere sitzt an einem Platz, wo er nichts sehen kann. Und bittet den anderen, immer wieder permanent zu erzählen, was siehst du, was siehst du, was siehst du. Und da die Bilder ja so schnell aufeinander abfolgen, hat derjenige, der am Fenster sitzt, gar nicht die Möglichkeit zu sagen, schönes Haus, schlechtes Haus, sondern er sagt ein Haus, ein Berg und so weiter. Also ohne etwas zu bewerten, keine Gewichtung. Und ebenso lassen Patienten, Klienten bei der freien Assoziation Gedanken, Gefühle und Fantasien vor ihrem inneren Bildschirm an ihnen vorbeiziehen und schildern es dem Therapeuten. Und gerade dieser ungewichtete, vorbehaltlose Vorbeiziehen lassen von einem Gedanken oder von Vorstellungen, an denen wir unser Umständen allzu rasch vorbeidenken, das führt jetzt erfahrungsgemäß allmählich dazu, diesen unbewussten Hintergründen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und meist dauert es eine Zeit, diese Technik auch dann wirklich zu erlernen. Also der erste Unterschied ist schon mal die Assoziation, wie es Freud gesagt hat, und es hört sich so lapidar an, so etwas nicht zu bewerten, einfach an sich vorbeiziehen zu lassen. Bitte glaub mir, wenn du es einmal mit einem Therapeuten oder einem therapeutisch geschulten Freund einmal miteinander geübt hast, das ist ein mächtiges Werkzeug,
Gefühle an sich vorbeiziehen zu lassen, ohne sie mit gut, schlecht oder sonst wie zu bewerten. Also Punkt 1, die Assoziation. Der zweite Unterschied ist die Couch und die Position des Therapeuten. In einer psychoanalytischen Therapie legt sich der Patient, der Klient, normalerweise auf eine Couch und der Therapeut sitzt hinter ihm. Wozu dient das? Das erste liegt etwas deutlich auf der Hand, und zwar die Entspannung. Die Kissen und so weiter, also das Bequeme, soll den Patienten in eine entspannte Situation bringen. Wann kannst du am besten atmen? Wann kannst du am besten denken? Wann kommen dir die besten Ideen? Dann, wenn du nicht verkrampft nach einer Lösung suchst. Dieses Entkrampfen wird durch die Couch etwas gefördert. Aber hast du dich mal gefragt, warum der Therapeut hinter dem Patienten, dem Klienten sitzt? Ein Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie du reagierst, während du dieses Video dir anschaust. Aber du siehst mich, wie ich mit den Augen, mit was für eine Mimik, Gestik und so weiter ich habe. Wenn ich dich jetzt sehen könnte, würde ich sofort mit dir interagieren. Es gibt Studien, die zeigen, es kann nicht ohne Interaktion zwischen zwei Menschen, die Augenkontakt haben, ein Gespräch vonstatten gehen. Dazu haben wir viel zu viele Spiegelneuronen. Man kann nicht ein Gespräch führen, ohne von dem anderen in irgendeiner Weise beeinflusst zu werden, wenn man ihn sieht. Und deswegen, damit der Patient, der Klient, nicht von der Mimik, Gestik des Therapeuten in irgendeiner Weise abgelenkt wird, seine innersten Gefühle einfach zu erzählen. Deswegen soll der Klient den Therapeuten nicht sehen. Er darf nicht von dem Therapeuten abgelenkt werden. Und das ist eine interessante Technik. Schau, wenn du, das ist schon mal ein Riesenunterschied, wenn du mit einem Freund, Freundin ein Gespräch führst. Du schaust ihn, sie an und ihr interagiert sofort. Und das ist unprofessionell, wenn man die inneren Gefühle einfach an sich vorbeiziehen lassen möchte. Die Couch dient dazu, es gibt jetzt einen Vergleich, dass man sich so geborgen fühlt, ich hatte eben gerade gesagt, die Entspannung, wie ein kleines Kind. Und oftmals ist es so, dass man in der Psychoanalyse mit dem Patienten, Klienten auch in die Ursachenforschung geht. Das hat also, das ist der Unterschied zu der Verhaltenstherapie oder zu der positiven Psychologie, dass man sich in der Psychoanalyse darüber Gedanken macht, woher kommt das? Und dann fühlt man sich auf der Couch oft so bequem, so entschleunigt wie ein kleines Kind in den Armen seiner Eltern. Und das ist auch ganz bewusst so, die Couch dient dazu, dass du dich wieder wie ein Kind fühlst. Vielleicht eine kleine Anmerkung, es gibt viele Menschen, die so negativ belastet worden sind in ihrem Leben, auch Borderliner, sehr misstrauisch, wo sie sagen, ich kann nicht mich bei jemandem hinlegen, bevor ich ihm vertraue. Und dann ist das halt eine modifizierte Psychoanalyse. Also die Couch ist nicht zwingend, das Liegen, aber der erstmal fehlende Blickkontakt, das ist schon mal wichtig. Kommen wir zum dritten Punkt. Also wir haben zwei Punkte, die freie Assoziation, wir haben die Couch besprochen. Jetzt geht es um die Symbolisierung, eine Sprache der Symbole. Dritter Punkt. Was ist das mit der Symbolsprache? Es gibt für manche inneren Zustände und Empfindungen, wo Worte aufhören, da müssen Bilder heran. Für manches gibt es keine Beschreibung. Und um diesem Problem abzuhelfen, nutzt die Psychotherapie das bildhafte Denken. Das ist für mich ein schwieriges Wort, das Katatym-imaginative Psychotherapie. Da kommt die jetzt. Die KIP, Katatym-imaginative Psychotherapie, kommt jetzt hier zum Tragen. Der Göttinger Professor Leuner hat diese besonders entwickelt. Man kann sie auch als Symboldrama nennen. Das hat die Menschheit schon sehr weit vorangebracht und ohne es zu kennen, hat auch zum Beispiel Newton das angewandt. Das bildhafte Denken, er zermarterte sich den Kopf über das Gravitationsgesetz, hat sich eine Pause verordnet, er sitzt nach einer Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht, das weiß man ja heute noch nicht. Er saß unter einem Baum, Apfel fiel runter und sofort kam durch dieses Bild des herunterfallenden Apfels, hat er sofort dieses Symboldrama, bildhafte Denken, das Katatym, hat er die Lösung für das Gravitationsproblem erkannt.
In der Psychotherapie benutzen wir deshalb Fantasien, wir benutzen Träume, wir benutzen aber auch Märchen. Das ist interessant. Sie helfen dem Patienten, ein bestimmtes Erlebnis in all seiner Komplexität, in seiner Widersprüchlichkeit, in einem Bild darzustellen und helfen dadurch auch, die Auswege aus einem scheinbar unlösbaren Problem, Konflikt zu finden. Und sie enthält jedes Märchen auch Lösungsvorschläge für das abgebildete Problem, den abgebildeten Konflikt. Nehmen wir Aschenputtel. Aschenputtels Konflikt war ein starkes Minderwertigkeitsgefühl als Frau. Sie traute sich nur in den schönen Kleidern, in Prinzessinnenkleidern, unter die Augen des Prinzen, fürchtete aber nichts mehr, als von ihm in ihrer Asche gesehen zu werden. Das Märchen zeigt über mehrere Symbole hinweg einen Ausweg aus dieser inneren Schwierigkeit. Ein anderes Märchen, und ich möchte jetzt gleich schon mal verlinken, ein Video, was ich gedreht habe über den guten Wolf und das böse Rotkäppchen aus der Transaktionsanalyse, das Märchen von Rotkäppchen und dem Wolf. Und wenn man das genau mal anschaut und ohne Bewertung gut, schlecht, sondern ganz nüchtern mal betrachtet, dann spricht dieses Märchen von der Vernachlässigung der Mutter, das riskante Verhalten des Wolfes. Die Großmutter sucht ein Abenteuer, der Jäger liebäugelt mit dem jungen Rotkäppchen und jetzt kommt es, das Rotkäppchen geht mit dem Wolf ins Bett und schreit und spielt das Spiel Hilfe, Vergewaltigung. Interessant, was man auch mit der Transaktionsanalyse aus den Märchen herausholen kann, wenn man sie einmal nüchtern in ihrer Assoziation, jetzt kommen wir zum ersten Punkt, nüchtern ohne Bewertung einfach an sich vorbeiziehen lässt. Träume dienen nicht nur der Aufarbeitung der Vergangenheit, sie dienen auch in einem ganz geringen Maße auch in der Vorbereitung der Zukunft. Du hast morgen einen wichtigen Termin im Ausland, musst den Flieger, den Zug nehmen. Du träumst davon, dass du Panik hast, ein Flugticket oder ein Bahnticket zu vergessen. Und was machst du am nächsten Morgen als allererstes, wenn du aufwachst? Wo ist das Ticket? Also die Symbolhaftigkeit, die Sprache der Symbole, der Fantasien, der Träume und der Märchen ist der dritte Punkt, wo sich ein therapeutisches Gespräch von einem Alltagsgespräch mit dem Freund, Freundin, Bekannten unterscheidet. Jetzt kommt es aber noch hinzu, es ist ein Riesenunterschied in Punkt 4. Das therapeutische Gespräch hat auch eine ganz andere Beziehungsebene. Die therapeutische Beziehung ist der vierte Punkt. Wenn wir jetzt die therapeutische Beziehung so etwas näher betrachten, dann ist es klar, das sollte schon ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen den beiden sein, auch ein gewisses Maß an Sympathie, damit sich der Patient-Klient auch dem Therapeuten gegenüber öffnet. Von daher ist es so wie in einem Alltagsgespräch. Aber was beeinflusst unser Denken über andere? Das muss ich erstmal vorab sagen, damit man über die Beziehung zwischen dem Therapeuten und Klienten im Vergleich zu den Alltagsbeziehungen einen Vergleich anbringen kann. Es gibt den wunderbaren Psychologen Paul Watzlawick. Der hat mal Folgendes gezeigt, was deutlich ist, was uns alles beeinflusst in unseren Beziehungen. Er ist ein Mann, der wohnt im ersten Stock und er möchte gerne ein Bild aufhängen und braucht einen Hammer. Er findet seinen nicht, weiß aber, der Nachbar, Herr Müller im fünften Stock, hat einen Hammer. Und deswegen geht er jetzt die Treppe hoch. Während er hochgeht, kommen ihm Gedanken durch den Kopf, wie zum Beispiel, wenn ich mich noch richtig erinnere, denkt sich der Mann, ah, oh, der Herr Müller, das ist immer so ein Handwerker, was wird er jetzt von mir denken, wenn ich so unprofessionell ihn frage? Und letztens hat er mich auch nicht gegrüßt, wahrscheinlich mag der mich überhaupt nicht, wahrscheinlich denkt er negativ über mich. Und so versteigert sich das immer mehr und dann klingelt er bei dem Herrn Müller, ist immer noch in seinen Gedanken, die Tür geht auf, der Herr Müller macht die Türe auf und der Mann sagt, lassen Sie Ihren Hammer doch, wo Sie wollen. Und geht wieder weg. Was soll dieses Beispiel zeigen? Unsere Beziehung zu anderen Menschen ist zwar auch von objektiven und wirklichen Dingen beeinflusst, aber in einem sehr hohen Maße, vielleicht sogar im höchsten Maße von Vorstellungen, Fantasien und Gedanken über diese Person. Man unterstellt also etwas. Man hört etwas heraus, eine Musik, die von dem anderen gar nicht gespielt wurde, die aber in unserem Kopf ist. In der Psychotherapie steht dem Patienten jetzt aber in diesem Gespräch mehr Raum zur Verfügung als sonst irgendwo, um genau über diese Fantasien darüber zu sprechen, was man teilweise in Sekundenbruchteilen als Emotion durch den Kopf gejagt bekommt, was einen beeinflusst,
kann in einem Psychotherapiegespräch ganz dezidiert aufgearbeitet werden, dass man sich dessen bewusst wird, wie in einem Slowdown, was geht in meinem Kopf eigentlich vor? Ja, am einfachsten geschieht dies innerhalb der therapeutischen Beziehung. Jetzt geht die Stufe 1 weiter. Und zwar kann ja der Patient über seine Beziehung im Außen viel reden, aber da ist der Therapeut ja nicht direkt dabei. Jetzt am Anfang muss es zwischen Therapeut und Patient, Klient, ja noch nicht so viel passiert, hat sich ja noch keine Beziehung aufgebaut. Aber mit den Gesprächsanzahlen beginnt sich eine Beziehung aufzubauen und dann ist es wichtig, weil dann beginnt es auch manchmal zwischen dem Therapeuten und dem Klienten zu knirschen. Jetzt ist es wichtig, dass der Klient das auch zur Sprache bringt. Und dann wird er sich wundern, dass der Therapeut etwas anders reagiert jetzt als ein Freund oder normaler Gesprächspartner. Na, wenn wir ans Beispiel von Paul Watzlawick denken, der Herr Müller wird ja wahrscheinlich sofort reagieren. Wie wird ein Therapeut reagieren? Ja, der Therapeut wird jetzt seinen Impulsen keinen Raum geben, sondern wird ihn fragen, was haben Sie vorher gedacht? Was hat Sie jetzt zu dieser emotionalen Regung, zu diesem Gedankengang hinzugeführt? Und auch wenn der Klient jetzt vielleicht manchmal darüber nachdenkt, die Therapie abzubrechen, dieses Knirschen miteinander in einer Therapiesitzung bringt einen wirklich vorwärts. Und eben deswegen sollte man die Therapie hier nicht abbrechen, sondern das Problem freimütig ansprechen. Der Therapeut wird nämlich viel Zeit darauf dann verwenden, dass nach den Vermutungen und den Fantasien des Klienten, des Patienten sich erkundigt wird. Also, ist das jetzt alles Humbug? Ist ein Therapiegespräch Lug und Betrug oder gibt es tatsächlich Techniken? Die freie Assoziation, wie wir sie kennengelernt haben, ja, dass man also etwas an sich vorbeiziehen lässt, ohne es zu bewerten. Die Couch, das ist so simpel und einfach. Und auch, dass sich der Therapeut hinter die Couch setzt, was ein ganz hohes Maß an Analyse beinhaltet, ist die Symbolsprache. Gerade hier ich habe ein Lieblingsgebiet, die Transaktionsanalyse. Da ist es also wirklich interessant, was ist analytisch vorgefallen und vielleicht magst du dir mal die Videos anschauen, die ich über die Transaktionsanalyse gemacht habe. Es wird dort immer wieder der Begriff kommen, das marsige Denken, als wenn jemand vom Mars ohne Gefühle, ohne eine Emotion Dinge auf der Erde beobachtet und das seinen Freunden, Kumpels, der Regierung auf dem Mars so erzählt. Ja, also da sind wir auch wieder bei der freien Assoziation. Und würde zum Beispiel ein Marsianer unsere Träume, Fantasien, unsere Märchen einem anderen auf dem Mars erzählen? Ja, und dann als vierter Punkt die therapeutische Beziehung. Dass es also eine ganz andere Qualität ist, das ist jetzt nicht besser oder schlechter, aber es ist eine Technik dahinter. Was hat Ihrer Meinung nach, Ihrer Vermutung nach dazu geführt, diese und jenen Gedanken, diese und jene Fantasie in unserer therapeutischen Beziehung zu bekommen? Fühl dich so frei. Für weitere Fragen mich zu kontaktieren, schreib es bitte in die Kommentare, wenn du weitere Informationen haben möchtest. Denn ich möchte diesen Content dazu benutzen, um zu zeigen, therapeutische Gespräche sind kein Lug, kein Betrug, kein Humbug, sondern es sind einfache, manchmal auch etwas kompliziertere Techniken, um jemandem zu helfen, wieder in die Alltagskommunikation zu kommen. Denn Alltagskommunikation ist das absolut oberste Ziel, dass jemand frei sein Leben führen kann, ohne einen Therapeuten. Ziel eines Therapeuten ist, sich unsichtbar zu machen, sich unnötig zu machen, und zwar so schnell wie möglich. Danke, dass du so lange Zeit genommen hast. Daumen rauf, würde mich freuen. Ein Abonnement auch sehr. Nochmals die Möglichkeit, komm auf meine Webseite, schick mir eine Mail. Wir bleiben in Kontakt. Alles Gute und bis zum nächsten Video.